Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, Aufnahme, wir starten hier. Bisschen Action machen. So, ne, das war jetzt das erste Mal, dass ich hatte das zwar schon eingerichtet. Kann ich noch nicht. Über den PC, aber mein Account kann das noch nicht. Ich muss mir erst noch einmal Minecraft kaufen. Mein alter Account, davon habe ich die E-Mail-Adresse nicht mehr, beziehungsweise weiß die E-Mail-Adresse nicht mehr. Deswegen kann ich mich da nicht mit einloggen und kann den auch nicht umwandeln. Das ist noch ein uralt Minecraft-Account. Nö. Ich logge mich mit dem alten Benutzernamen und meinem Kennwort ein, aber ich kann den nicht umwandeln, weil ich die E-Mail-Adresse nicht habe. Und auch nicht online zu kommen. Gegeneinander? Boah, ist nicht so meins. Aber miteinander, das wär noch was gewesen, ja. Ja klar, gut. Was wollte ich denn? Wollte ich ihn eigentlich machen? Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich hatte ja eigentlich schon gebaut, aber war jetzt gerade hier ein bisschen am. Bitte? Oh, nett. Ja, sehr schön. Einmal kurz hier die links neu gepflanzt hier. Das ist schon ganz gut. So, was wird denn jetzt noch mal gebaut? Ich höre alles. Nö. Sehr gute Filter. So, genau. Ich wollte ein bisschen was sammeln gehen, wollte ich. Und zwar sollte es Farbe werden. Farbe und von mir aus auch Wolle und Schafe. Da bin ich hoch hier. Ich höre nichts mehr. So, erstmal hier ordentlich ernten, ernten. Schön Farbstoffe ernten hier. Oh, die Sonne geht unter. Sehr gut. Dann gibt es hier gleich noch ein bisschen Action. Roten Farbstoff nehmen wir auch gleich mit. Checken.
Jetzt wieder. Was war denn nun los? Irgendwie hatte der mich gerade hier aus Discord wo getrennt. Weißt du mich noch? Oh, ich habe schon wieder Verfolger hier. Hört sich interessant an. Der Ball hier auf mich. Irgendwie höre ich gerade nur noch etwas merkwürdige Übertragungsgeräusche, aber keine Stimme. Tut mir leid. Da kommt nichts mehr an. Hilfe! Mörderisch hier draußen. Creeper-Skelett. Weg hier! Kurz hier ins Bett gehen. Boah, das war jetzt aber eng hier. Verdammt eng. Oh, ich weiß nicht, was hier mit dem. So, nächster Versuch. Na gut, das heißt, es liegt schon mal nicht an meinem Headset. Ist alles ready hier, das Zeug? Ja, Wahnsinn. Also ich nehme an, dass du mich über den Stream hörst. Ich höre von dir nur Übertragungsgeräusche, irgendwie komische. Aber keine Stimme. Nichts, was man irgendwie zuordnen könnte. Mm-hmm.
Ach, weh. Da war ich nicht schnell genug hier. Meine Güte. Die Felder sind aber auch immer schnell platt. Ja, ich dich aber leider nicht. Also ich höre dich nicht über Discord. Und hier kommt immer nur so ein Rausche, wenn das Mikro aufgeht. Undefinierbare Übertragungsgeräusche. So, das läuft hier. Jawohl. Ja gut, ist ja, dann weiß man es auf jeden Fall, woran es liegt. Ist ja schon mal was. Ja, kann passieren. Das ist halt so. Macht sie nichts. Da macht sie nichts. Bitte? Klappt nicht mit der Anmeldung. Läuft heute, wa? Merkt das schon. Oh Mann. Die Blumen wachsen aber irgendwann wieder nach hier. Computer oder was? So. So. Ja, da kann man ja nicht viel ne? Auf die Entfernung. Kann man da nicht viel zu sagen. Uns jetzt mal hier eben so eine Art Arm. Welche? Deine für Minecraft oder was? Ach. Wie geht denn die bis? Das ist natürlich ärgerlich jetzt, weil ne, du da nicht reinkommst. Ja, also ich für meinen Teil werde es müssen, weil ich halt die diese speziellen Daten nicht mehr habe. Aber für mich ist jetzt nicht so der bei mir. Du kannst ja dann noch nicht mal kannst du dann eigentlich sagt man offline zocken? Bei Minecraft. Wenn du gar keine Anmeldedaten hast jetzt gerade, ganz gar nicht. Kannst du gar nicht anmelden, ne? Aha. Ich glaube. Ich glaube, das hört sich komisch an. Na gut, das habe ich allerdings auch, wenn ich einem Rechner angemeldet war, dann muss ich einem anderen wieder anmelden, aber das funktioniert in der Regel. Da ist die Tür, da ist das. Ja.
Das ist schön. So. Ist es. Ist es. Jetzt haben wir eine richtige Falle. Jetzt kann ich hier. Ja, geht. Geht alles. Du verschwindest gerade. Ja, das Mikro ging zwischendurch zu jetzt. Ja. Ja, stimmt, stimmt. Das ist richtig. Du meinst es für Minecraft? No. Gar nicht im Bilde. Gar nicht im Bilde, was das betrifft, weil ich habe, wie gesagt, ich kann ja nicht online zocken, deswegen habe ich ja auch keinen Server hier zur Verfügung, sage ich mal. Gesundheit. Jo. Oft nicht so. Ja, das kann natürlich gut sein jetzt um die Uhrzeit. Maispflanzen, sowas brauche ich denn draus? Wasser brauche ich. Ich brauche einen Eimer. Eimer brauchen wir. Da brauche ich einen Eimer. Schau mal, einen Eimer. Wo ist denn mal ein Eimer eingeschmissen schon wieder? Verdammt. Bestimmt oben oder so. Na gut. Dann kann's ja losgehen. Dann basteln wir uns halt einen Eimer. Ja, nicht so, dass wir nicht genug Eisen hätten hier. Ach, keine Ahnung. Okay. War das gerade 64, der eine Stapel und der andere 30 oder so? Reicht auf jeden Fall. So, die Flusseffekte haben wir. Das haben wir auch. Jetzt hier noch. So, der Graben passt auch. So, jetzt aber. Ah! Habe ich gehört, ja. Was? Oh, hat gut getan. Bei 100, ja, super. Das ist ja Action. Bei 100, ja, 200 geht doch schon mal.
Schreibt mit. So, weiter geht's im Text. Fleisch haben wir, das haben wir, das haben wir. Und Männchen, das haben wir auch. So, jetzt kommt der Knochen noch weg hier. Ein bisschen hier. Jetzt kommt Pfeil kommt da oben rein. Weizen habe ich jetzt ordentlich geerntet. 50.000er DSL habe ich. So, da können wir erstmal Farbstoffe draus bauen hier. Mal gucken, was da rauskommt. Ein grauer Farbstoff. Ihr seht ja. Okay. Nehme ich auch. Was? Lässt sich sowas einfallen? 5 Stunden Wartezeit, bis man im Chat schreiben kann. Das wäre für mich ein Grund zu gehen, aber. Ja. Ja, aber wieso macht man sowas? Also den Sinn verstehe ich. Mich hat das keinen. Ja gut, vielleicht, hat das damit was zu tun, dass sie jetzt nicht wollen, dass da irgendeiner Unruhe stiftet, mal eben kurz reinkommt. Aber 5 Stunden finde ich schon ein bisschen heftig. Da hätte man doch. Ja, obwohl, das kenne ich ja von hier auch, dieses mit dem Beleidigen. Das haben ja einige drauf hier. Aber die können mich ja gar nicht persönlich meinen, letzten Endes. Weil die kenne ich ja gar nicht. Die sehen mich hier zwar, aber die kenne ich ja gar nicht. Die wollen ja tatsächlich nur Unruhe stiften. Auch kann ich. Ich bin sehr gut in der Lage, sowas zu ignorieren. Oh. Aua, was war das? Ich glaube, bei mir hat sich gerade ein Creeper an die Luft gejagt. Hm. Ich spiele jetzt halt auf 1.11. Aber auch nur, weil ich nicht mehr zurückgekommen bin in meiner Welt, ohne dass ich sie immer komplett hätte neu machen müssen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auf 1.9 geblieben. Aber 1.11 ist auch gut. Jetzt muss ich halt nur warten, bis ich wieder ein Too Many Items bekomme für das andere Spiel. Also für. Na, mal Kreativplay. Denn du hast ja in dem. Ja? So. Jo. Alles klar. Kein Ding. Kein Ding. Macht man nix. Ne? Da ist es! Moment! Skelett! So, jetzt aber. Skelett ist tot. Meine Fresse. Die machen aber Schaden. Alle Viecher. Ne? Haben die treffen! Ich habe versucht mit Pfeil und Bogen zu schießen hier, ne? Ich bin da zu blöd so. Genau. Und dann fliegt der Fall. Aber der fliegt nicht dahin, wo ich hin, wo ich will. Der fliegt immer zu tief, zu hoch. Ja, gut.
Alles klar, wenn du los musst, bzw. ins Bett musst, dann würde ich sagen, schlaf gut. Ja, lass dir gut gehen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder was, ne? Oder? Ah, okay. Okay. Oh, dann schmeiß ich auch mal kurz hier mein Discord wieder raus. So. Alles klar. Und weiter geht's hier im Text. So, das Wasser haben wir da vorne, das haben wir. Wir haben jetzt hier so eine kleine Farm, auf der man einen Zuckerrohr anbauen kann. Nun auf kleinem Raum. Ja, noch ein paar tote Skelette. Farbstoff. Was ich ganz gut finden würde, wäre, wenn ich... Kommt denn da schon wieder an der Rand hier? Oh, Creeper. Feuer und Flamme. Hier geht's ab. Hier geht's ab für eine Marke. Meine Güte. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt lege ich hier noch so eine kleine Terrasse an. Ich habe ja schon da vorne ein bisschen begradigt. Ich mache jetzt sie auf. Und dann kann man nämlich hier auch noch ein paar Sachen anbauen. So, den haben wir. Plättet den Baum. Na, wie gesagt, ich will dieses Tal ja hier so ein bisschen nachher auch für mich gewinnen hier. Fruchtbar machen. Urbar machen heißt es. Und dann bringt das ja nichts, wenn ich das hier so verwildert lasse. Mal so ein bisschen hier sortieren. So ungefähr. Die Jurübe nehmen wir schon mal raus da. Birke. So. Wir kommen eine Sache näher.
So, das machen wir auch noch ein bisschen gerade hier an der Stelle direkt. Also hier sind, ne, warum noch mal weglaufen? So. Ich glaube, ich werde mir mal eben kurz eine Spitzhacke bauen. Quatsch, Spitzhacke, eine Schaufel. Schaufel bauen. Oder besser zwei. Nämlich da draußen bei dieser Wühlarbeit, glaube ich, verliere ich doch massig Zeit, wenn ich das jetzt alles einzeln mache. So, die Eisenachse, die Axt, die lasse ich mal hier. Ah, Birkensätzle, cool. So, weiter geht's. Kennt ihr das, wenn euch die Tür nicht rauslassen kann? Wow! Ja, warum auch noch weg? Dann passt das hier. Überlegen, kann man es eventuell so einrichten, dass die Viecher sich quasi an dem Stroh alleine bedienen oder so, indem man das einfach bei denen anpflanzt? Ich weiß nicht, muss man mal ausprobieren. Ne? Das ist ein Axt. Oh, nee, das so, eben noch hier den Felsen rauskloppen. Oder nee. Jetzt hätten wir doch ein einigermaßen ansprechendes Feld hier, dem man arbeiten kann. Oder mit dem man arbeitet. Wie jetzt behaupten. Zumindest schon mal ein bisschen mehr Platz. Oh, was wollte ich jetzt hier machen? Was wollte ich machen? Ah ja. Ja, ja. Wollte gerne einen Teil meiner Weizenkörner dort entpflanzen. Dafür bräuchte natürlich die Hake, Eisenhacke, da ist er. So. Los geht es. Hier kann man hier unten nämlich auch noch ein Feld machen. Und dann kann man hier anständig ernten. Oder mehr ernten. Ich meine, oben ist ja schon mal nicht schlecht, aber. Ich glaube nicht, dass die Creepers hier irgendwas anrichten an meinem Feld. Da kann ich dann auch hier oben pflanzen. Die werden mir das Zeug hier nicht wegfuttern.
Da sieht man mal, wie schnell so Ackerland wieder kaputt geht. Das ist Wahnsinn, ne? Jetzt gerade die Hacke drauf, plupp, weg ist sie wieder. Hammermäßig. Wenn das bei den echten Bauern auch so wäre, dann hätten die aber echt viel zu tun. Ne? Müssten dann sehen und das Feld umflügen gleichzeitig. Alles gleichzeitig machen. Na, da schon wieder. Kann denn das was? Ich glaube, kein Samen mehr. Wahnsinn. Alles wieder verbraten hier. Wow. Geht ja richtig schnell. Weg. Fällt mir gerade was ein. Das nehme ich auch noch mit. Ich nehme noch ein paar Zäune mit. Folgenden Hintergrund. Ich habe festgestellt, dass die Kuhweide jetzt nicht gerade riesig ist. Das heißt, da fehlt ein Stück. Deswegen werde ich die noch ein bisschen breiter machen. Baue ich jetzt mal so um mich herum. Ein bisschen größer. Fackeln auf die Kuchen. So. Bitte. Und los geht's. Gut. Das musste jetzt sein, dass ihr neben dem Weg lauft, ne? 2, 3, 1, 2, 3. Also wirklich mittig versetzen kann man nicht mehr. Okay. Boah. Ja. Werde überkommt hier. Die Kühe mobben mich. Die Kühe mobben mich. Unglaublich. So. Was soll ich da? 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8. So. Und jetzt sind 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh. Das ist einer fehlt. Ihr mobbt mich nicht, ihr Schafe. Ihr nicht. Nee, nee, nee. Das gibt es nicht. Ihr mobbt mich. Ich arbeite jetzt von außen. Ich denke nur einmal kurz rein aufsammeln und dann passt das. So sind sie mir wenigstens nicht im Weg beim Wegkloppen. Ha 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 ha.
So, Jan Feld, da werden wir auch mal ein bisschen beiarbeiten. Da setze ich hier mal so ein paar Lichtmassen hin. So, 1, 2, 3, 4. Also 5 frei in der Mitte. 4, 5. Genau. 5 frei, dann der Zaunpfosten und dann die Fackel. 1, 2, 3, 4, 5 frei. Dann der Zaunpfosten und die Fackel. Nicht. 1, 2, 3, 4, 5 und hier kommt Zaunpfosten hin und die Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Unser Claimy abgesteckt hier, oder? So, das geht dann bis hier. Können wir in der Mitte eigentlich auch noch einen hinsetzen? Ne? So. Willst du mit auf dem Feld arbeiten? Zombie. Das ist, glaube ich, ein Ender, ne? Keine Ahnung, was hier. Mitessen, weiß ich locker. Ich gehe jetzt immer bis zum Rand hier, dann passt das. Da sind die Lichtpfosten. Und da sollte ich dann hier die Fläche perfekt ausgenutzt haben. Irgendwie schon wieder. Mann. Wie sagt der Baverner, immer diese drogensüchtigen Ärzte hier. So. So, bis hier, ne? War das? So, den geht auch ein Licht auf. So, den nehme ich weg, ganz bewusst. Dann habe ich nämlich hier genau die Ecke.
Und wenn ich hier noch zumachen. Wow. Ich gedacht, dass das so fix geht hier. Ja, schon fast ein bisschen nervig. So, jetzt aber. 10 haben wir noch. Da, 10 Beizen. Die können wir hier noch drauf. So. Langsam aber sicher geht das hier zu so einem richtigen Hof, ne? Cool. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da oder für die YouTube-Videos ein Like oder ein Abo für den Kanal. Macht's gut, bye bye.